Scheiße, ich habe alles vollgespritzt. Glamourös. Moin Moin Freunde und Freundinnen, wie geht's, wie steht's? Ich habe jetzt hier immer wieder die Glossy Box von meiner Frau am Start und ja, sie hat hier so ein mintfarbenes Design oder weiß ich auch nicht, wie man das am besten nennt. Aber auf jeden Fall ist das jetzt eine Glossy Box nochmal. Ich habe gedacht, das letzte Video kam ganz gut an, ich mache das nochmal. Hat auch ein bisschen Spaß gemacht, weil man die Preise ja mal sieht, was eigentlich die Frauen über den Tisch gezogen werden. Denken wir jetzt hier Männer, so eine Art, ne? Aber egal, wir machen die jetzt mal auf. Und schauen wir mal rein. Da kommen wir gleich schon mal das Glossy Box Magazin zum Vorschein. Und da seht ihr noch, die ist noch zu. Und dann öffne ich mal die Schleife und gucke mal, was da drin ist. Ah, haben wir sie aufgemacht. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Das ist ja nur bei den Fressboxen mal so, dass sie so Papier haben. So, und ich gucke jetzt mal rein mit euch. Da sehe ich schon mal die ersten Sachen. Kann man hier so sehen. Fangen wir mal an mit dieser. Sieht fast aus wie eine Zahnpasta-Tube. Da steht drauf Mark. Mark. Also Mark hat es produziert. Mark. Das ist ein Big and Style Volumen Mascara. Okay, den öffnen wir mal. Den werde ich aber nicht benutzen, Freunde. Nein, weil ich möchte mir den nicht... Okay, sogar mit einem blauen Ding hier drauf. Ach, wie macht man sowas denn auf? Für die Augenbrauen. Natürlich mache ich das nicht. Tut mir leid, das werde ich nicht machen. Wahrscheinlich würden sie jetzt alle hoffen. Oh, mach es, Dennis, mach es, Dennis. Nein, mache ich nicht. Von Avon. Avon sagt mir was. Das wird bestimmt nicht billig sein, das Ding hier. Und danach gucken wir mal nachher. Also erstmal ein Mascara, Freunde. Dann sehe ich hier so ein kleines Teil. Das ist Rituals. Rituals. The Ritual of Ayurveda. Natural Dry Body Oil. Nourishing. Hier könnt ihr sowas sehen. Ich mache mir das jetzt mal rauf. Mal gucken, wie das ist. So, Body Oil. Nein, mal gucken, wie das hier ist. Ach, riecht aber ganz gut. Also kann man sich geschmeidig mit einölen. Wisst ihr Bescheid? Nein. Spaß beiseite. Es geht weiter mit dem dritten Teil, ne? Nummer 3, das habe ich jetzt ganz vergessen hier zu sagen. Teil 1 haben wir gehabt, Teil 2 haben wir gehabt und wir haben natürlich jetzt Teil 3. So, wir hatten auf jeden Fall was zum Schminken, wir hatten was zum Einölen und wir hatten was zum... Was war das andere? Nee, ja, es kommt jetzt ja. Wir kommen jetzt ja zum dritten Teil. Was ist denn los mit heute mit mir? Kommt wahrscheinlich von den ätherischen Ölen. So, dann habe ich einmal hier Go-Go Tint. Bright Cherry Tinted Lip und Chic Stain, okay? Also, das wäre jetzt ein Lippenstift. So, mache ich natürlich nicht. Ein Lippenstift in Knallrot oder so. Und dann kannst du das hier drauf machen. Ich mache mir einfach ein Herzchen hier drauf. Da, ein Herz. Ja, das ist das dritte Teil. Ich werde wahrscheinlich erschlagen, dass ich es benutzt habe. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Bang 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 Beauty. Das ist das vierte Teil. Bang Bang Beauty. Was ist Bang Bang Beauty? Das ist Cream Color Microcrystalline Wax Paraffin. Paraffin ist auch in Grillanzündern drin. Wusstet ihr das? Da ist das drin, das ist zum Verbrennen. Okay, das ist wahrscheinlich so Puder. Hier mache ich das richtig auf. Okay, sieht ja schon sehr nice aus. Kann sich die Frau ja schön fix und fertig machen. Ja. Fix und fertig mit Paraffin. Beauty and Bang Beauty. Bang, bang, bang Beauty. So, kommen wir zu Teil 5. Das ist nämlich einmal... Nutraskin Hyaluron Wasser. Hyaluron Wasser mit antibakteriellen Silberpartikeln. Oh, Silber ist da drin. Das darf ja gar kein Werwolf bekommen. Oder ein Strigoi. Wer, was ist wie ein Strigoi, ne? Wahrscheinlich denkt ihr auch, der hat einen Marmel. Pumpspray, okay? Also, das darf man jetzt in seine, auf seine Haut machen. Darf man das in sein Gesicht machen? Skin ist ja nur die Haut. Das ist jetzt die Frage. Das Serum. Das Serum kannst du jeder Tages auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgesprüht werden. Sofort spüren sie den erfrischen und regenerierenden Effekt. Die Feuchtigkeitsdepots der Haut werden nachhaltig aufgebaut. Das werden wir mal ausprobieren, wa? Nein, Scherz beiseite. Ich merke sofort immer Dekolleté, wie das in meine Haut reinfährt. Also, naja, also wirklich. Mit Silberextrakten drinne. Nee, was war das? Mit Silberpartikeln. Naja, okay, das ist das fünfte Teil. Wahrscheinlich ist das schweineteuer. Kommen wir zu Teil Nummer 6. Und das habe ich jetzt aufbehalten. Dann haben wir wieder hier dieses komische Fieselzeugs drin. Und das ist Foaming Shower Gel. Also, das heißt von denen, ihr stinkt.
so Art Deko. Also Art Deko war da mal irgendwas, was man gesammelt hat damals. Was ist ein Art Deko? Okay, drückt man jetzt hier rauf oder? Hat man das schon mal ausprobiert? Drück jetzt darauf. Drück jetzt drauf. Auf eine Gefahr. 1, 2, 3. Scheiße. Ja, Leute, das kam sehr hier rausgespritzt. Wartet mal. Oh mein Gott, ich habe gerade die Decke angespritzt. Also, da habt ihr mal gesehen, das ist der Vorführeffekt. Also das Ding spritzt ja sehr mäßig raus. Ja, also mit eigener Gefahr muss man das benutzen. Scheiße, ich habe alles voll gespritzt. ja, meine Bude sieht gerade dementsprechend nach Schaum aus. Auf jeden Fall ist hier gerade alles vollgespritzt. Scheiße. Ja, dann kommen wir zum Glossy Box Magazin. Also ihr seht schon, es macht sehr viel Spaß. Ich wollte eigentlich nur eine zweite Folge drehen. Ich will auf jeden Fall keine dritte drehen, außer ihr wollt es. Ich glaube, hier passieren mehrere Sachen als in anderen Unboxings. So, dann kommen wir zu den Preisen. Und das kostet hier mal dieses Puder oder was das da sein soll. Das soll 23 Euro, das habe ich gesagt, 23 Euro kosten. Ey, finde ich schon gewaltig. Und das hier, dieser Go-Go-Tint, der kostet Originalpreis 33 Euro. Also das kleine Ding kostet hier schon mal 10 Euro. Ich habe es doch aufs Gesicht geschmiert. Oh Mann, ich bin wahrscheinlich gekillt. Also man spielt es ja, man spielt es sich ja eigentlich auf den Mund. Alter, was denn hier auch für Preise immer sind. Ein Profi-Entwürrwunder für 11,99. Ein Profi-Entwürrwunder. Heftige Scheiße. Und so weiter. Wo ist denn dieses Pumpspray? Jetzt wollen wir gerne wissen, was es kosten soll. Und das Foaming Shower Gel, was meine Wand angespritzt hat, kostet 10 Euro. Ja, Leute, vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß gehabt mit den Sachen. Also ein drittes Mal wollt ihr es eigentlich nicht machen, außer ihr jubelt alle, oh ja! Nein, dann können wir darüber reden, mal gucken. Auf jeden Fall wird es bald wieder richtig vernünftige Unboxings hier geben, wenn der Rubel wieder rollt. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt euch da mal einen Daumen nach oben, kommentiert, ob die Frauen einfach nur bekloppt sind oder ob ihr so gesehen euren Frauen das auch kaufen würdet mit Hashtag geil oder Hashtag nicht geil. So, und dann würde ich sagen, Leute, nicht vergessen, ein Abo dazulassen, das zu teilen, keine Ahnung. Und ich würde sagen, bis dann und ciao und bam!